Da sind wir wieder zurück beim Portal 2 Community Koop. Da oben ist die schwarze Null. Und vor mir steht die kleine Null. Nein. Wer bist du denn? Hallo? Bin der Dominik. Der kleine Dominik will heute auch mal mitspielen. Haha, wie schön. Der hat schon sein Mützchen aufgesetzt. Und sein Wimpel hat er auch dabei. Und es heißt natürlich Confinement Nummer 10 Swap. Wollte ich nochmal dazu erwähnt haben. Sind wir soweit? Jawohl. Also entweder wir haben wieder den Bug oder du gaukelst mir den Bug vor, aber du bist am Ich gaukel ihn dir vor, ja. Natürlich. Aber man kann ihn nicht so hundertprozentig vorgaukeln, weil wenn der Bug kommt, dann ist es immer so, als wenn man Nordic Walking oder Skifahren macht, dann rutscht man auch noch so komisch über den Boden. Ich finde, ich habe gerade so ein bisschen den Hintern einer Robolatina. Aha. Wenn man den Bug hat, bewegt man sich nämlich genauso schnell, wie wenn man aufrecht läuft, aber man läuft halt im Crouchen. Also wenn du das jetzt vorgaukelst, läufst du leider nur sehr langsam. Okay. Okay. Ja, dann guck mal da. Ich bleib hier. Aha. Geht das automatisch? Ja. Okay. Hören Frage mal. Beantwortet. Oh, seit wann kommen wir denn hier beide schon so weit, wenn du mich jetzt hier rausgelassen Gar nicht. Hättest? Ah ja. Das ist wahrscheinlich nur eine Fläche zum Gucken. Oder du kannst doch nichts rausschießen. Ich kann... Ne, hier ist überall Glas. Theoretisch Aha, kannst okay. du auch mal hierher kommen. Ja, stimmt. Ups. Ich meine ja, bloß mal, man geht da nur hoch und kann nichts machen. Also man kann nicht durchschießen, man kommt nirgendwo raus. Nein, nein. Ich denke, das ist wirklich nur, dass der andere hier komfortabel zuschauen kann. So ein bisschen zum Koordinieren vielleicht. Ja, so verstehe ich das. Obwohl man das ja mit einem kleinen Fenster eigentlich auch machen kann. Aber ist schon nicht schlecht. Finde ich mal ganz nett. Okay. Hätte ich fast ja, gut. Besser kleines gefunden. Kleines Fenster hin oder her. Ich meine, wenn da unten einer steht... Kannst ja von oben trotzdem ein bisschen Überblick haben. Ja, vielleicht kannst du auch manchmal andere Sachen sehen, wo der noch nicht hingucken kann. Ne? Kann natürlich auch sein. Aber was ich komfortabler gefunden hätte, wäre, wenn es hier unten eine Sprungfeder gegeben hätte. Weil das dauert doch recht lange, wenn man sich entscheidet, ich will mal schnell wieder hier hoch. Du bist jetzt gerade unten, aber wenn du mal bei mir guckst, ja. Hier ist ja der Glasraum und da unten ist ein Gitter. Also da kann man durchschießen. Pin nochmal? Also da ist eine Glasfläche. Oh, ich kann es von hier gar nicht richtig sehen. Ja. Okay. Okay, genau, du siehst da diesen Glaskasten, den müsstest du sehen. Ja. Und im oberen Abschnitt hier, ja, ich kann es jetzt nicht anpingen, hier im oberen Abschnitt ist ein Gitter, da kann man durchschießen. Ja, also da so. Achso, jetzt bist du hier unten bei mir. Ja, da wo ich jetzt... Hey, da wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich bei dir. Ja. Ja, ich lass dich. Lass uns erstmal reinlaufen, genau. Oder einen zumindest. Dann wissen wir mehr. Also, Exit-Taste hier irgendwo oben. Man sieht ja auch ganz andere Sachen von da oben, stelle ich gerade fest. Der Ausgang war. Boah, die ist groß. Der Ausgang war irgendwo da, ne? Genau, jetzt kannst du ja wieder hochgehen. Ja. Ich glaube, du hast ihn da. Ah, ich sehe ihn, ja. Kann ihn da anpinnen. Also, ich sehe da die Zeichen schon. Genau, da ist da der ist Ausgang. Er. Okay. Uff. Hier geht noch eine Klappe auf. Achso, hier geht eine Klappe auf. Aha. Ja, genau, wenn du jetzt mal nach oben guckst. Also, schau mal in diesen Kasten rein. Ja. Das ist da, wenn Gitter. Du nach oben guckst, da ist Gitter, genau. Da kann man dann durchschießen. Ich vermute immer, wenn man da irgendwie oben ist. Ja, guck mal hier. Hier ist eine weiße Fläche. Mhm. Gegenüber ja auch. Und wenn das Ding hier runterklappt, dann werden wir wohl mit dem Strahl uns da zum Ausgang hochstrahlen. Das sieht ja so ein ja, bisschen danach aus. Und da wäre der Strahl. Okay, jetzt müssen wir natürlich schauen. Da hinten ist noch eine Brücke. Oh, okay. Hallo. Dahin könntest du noch hinschießen. Mhm. So, jetzt bin ich natürlich unterm Ausgang immer noch. Aber jetzt käme man hier auf dieses Gitter hoch. Ne, was du meintest. Und jetzt könnte ich hier den Strahl hinmachen. Und wenn wir jetzt tauschen... Ja, Moment, aber dann musst du wieder durch den Grill. Wenn ich dachte, wir könnten den Strahl verlängern, aber man trifft... Na doch, wenn du da rauskommst... Bin ich durch den Grill gelaufen? Mhm. Ja, durch den Grill bin ich gelaufen. Okay. Okay. Oh, hier ist... Warte mal. Das war die Brücke, ne, die du gezeigt hattest hier. Ja, die. Okay. Gut, ich meine, du kannst zur Brücke rüber. Ich glaube, das wäre jetzt... Von wo denn aus?
Du kannst, okay. Also im ersten Raum kannst du selber eine Verbindung rübersetzen. Ah ja. Okay, dann schauen wir mal. Zurück wird's schwer. Man muss ja hier sowieso zu zweit arbeiten. Also ich kann jetzt auf die Brücke rauf. Aber kann von hier oben natürlich nichts mehr. Kannst du das runterhüpfen? Also man holt die hier nur. Dann mache ich das mal so. Dann mache ich dir mal die Verbindung. Und du holst dann die Brücke. Mhm. Dann komme ich erstmal wieder raus. Na dann. Die Frage ist, wohin dann gleich mit der Brücke? Die Frage ist, soll ich sie dir dorthin gleich irgendwie hinschmeißen? Dann kann man sie verlängern. Ich sehe gerade diesen Knopf da oben. Weiß aber noch gar nicht, wie man hier mal hinkäme. Ist über mir was Weißes? Bestimmt nicht. Nee. Okay. Wie kommt man denn zu dem Knopf? Ich sehe da keine Verbindung hin aus irgendeiner Richtung. Nicht mal von unten. Schau mal, jetzt bin ich wieder hier drüben. Kann ich dir... Wenn du jetzt, sagen wir mal, du übernimmst... Du nimmst den Strahl. Den Strahl? Also okay. Ja, also ich bin gerade überlegen. Die Brücke könntest du jetzt nehmen. An der Fläche. Mhm. Wenn du aber hier durchgehst, dann ist die weg. Ja. Das heißt, du müsstest die wahrscheinlich, um sie zu übernehmen, wenn du sie nimmst, wahrscheinlich oben durch das Gitter. Ja, Und dann, ich weiß nicht, zuerst irgendwie mit dem Strahl schickst du dich darüber. Wo ich gerade war, ne? Oben aufs Gitter. Ja. Dann hole ich mir die Brücke. Ich lass dich mal raus. Lass mich mal raus. Vielleicht kannst du ja. Ja. Ja, ja, ich sehe schon, glaube ich, was du meinst. Ich habe jetzt ich werde jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf haben, wie wir diesen Knopf da drücken können, weil das finde ich jetzt echt schon komisch. Aber gucken wir mal. Huch, ich laufe ja völlig falsch. Oder? Ja, nein. Doch. Ich muss hier raus. Oh, Monsieur. Oh. Ey, das ist mir ja ein komplettes Rätsel. Aber ich glaube, der Knopf kommt erst relativ zum Schluss. Das kann sein, vielleicht erst für den Ausgang. Trotzdem wäre das echt interessant, rauszufinden. Da ist da noch diese riesen Glasfläche. Ja, also meine Idee war jetzt, dass du dich irgendwie mit dem Strahl wieder eben auf das Gitter hochdrückst, so wie du es gerade eben gemacht hast. Mhm. Und dann aber kannst du dir selber jetzt... Genau. Und kannst du jetzt zum Strahl rüber. Ach so. Und dass du dann... Könnte ich, ja. Weiß nicht. Aber hier ist vergittert, also komme ich mit dem Strahl nicht wieder raus. Ich wollte erst mal gucken, aber was da hinten ist. Wenn du runter zum Strahl springst, und dann, da dein hellblau ist, dann könnte ich beim Strahl hinsetzt, dann hätten wir nämlich Brücke und Strahl hier. Keine Ahnung, was uns das bringt, aber... Ja, als Kombination, okay, verstehe. Das Problem ist, sobald du das nutzen willst, muss ich ja zu dir zurück durch den Grill. Ich kann es dann nicht gleichzeitig nutzen. Nein, musst du nicht. Du kannst, wenn du jetzt... Okay. Ach so, dass ich da rauskomme. Dann kommst du nämlich da raus. Dann kommst du sogar oben bei der Brücke raus, theoretisch. Wenn du das bis zum Schluss durchziehst. Ich wollte erstmal was anderes machen. Wir verfolgen das gleich weiter. Ich wollte jetzt erstmal... War auch bloß eine Idee. Ja, 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 ich behalte es im Hinterkopf. Ich wollte jetzt erstmal hier rum, ob da was geht, was hier überhaupt ist. Aha, gucke mal. Den brauchen wir doch noch irgendwie. Aber... Oh, da oben. Ach du Scheiße. Okay. Hier muss also einer hin und ein Portal vorbereiten? Wie? Ich habe jetzt die verlängerte Brücke. Müsste man da die Originalbrücke... Achso, warte mal. Wenn ich jetzt durchlaufe, dann habe ich doch... Dann kann ich die Quelle übernehmen. Ah, dann komme ich nicht mehr zurück. Dann kommst du nicht mehr zurück. Aber irgendwie so muss es laufen. Jemand muss die Originalbrücke da drüben rausschießen. Gut, du könntest oben dunkelblau setzen bei der Quelle. Ja, ja, genau. Ich würde zur Quelle hoch. Hier die Originalbrücke nehmen. Problem ist, ich komme gerade nicht mehr zurück. Dafür hätten wir deine Portale gebraucht, aber die sind ja in Benutzung für die Brücke.
Und wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt mit der Quelle rauskomme, bin ich wieder hinterm Grill. Das ist auch doof. Deine Verbindung ist die, okay. Hm, blöd. So kommen wir dann nicht mehr rein. Und wenn ich hier unten bin, kann ich auch nicht irgendwo hochschießen, logischerweise, weil da oben ist ja nichts Weißes. Es wird schwierig, aber irgendwie muss es so laufen. Wenn ich jetzt die Originalbrücke hätte, müssten wir es schaffen, dich da drüben rauszuschicken. Dann könntest du dein... Also irgendein Portal da oben vorbereiten, ne? Damit wir an den Würfel rankommen. Ja. Ich meine, dieser Weg, den ich gerade gehe, hier durch, ist ja die Möglichkeit, den Grill zu umgehen. Genau. So. Wenn ich jetzt die Quelle übernehme... Ich komme halt nicht raus. Ich komme drüben wieder raus. Ach so. Nee, auch nicht. Ich hab's noch nicht, ehrlich gesagt. Ich mach's mal einfach. Das bringt jetzt gerade nicht viel. Bringt sogar sehr wenig, weil jetzt bin ich wieder hier drüben. Hab halt die Originalbrücke, aber komm nicht zu dir zurück, ohne sie zu verlieren. Beziehungsweise komm erst gar nicht zurück, wenn ich jetzt hier rausgehe. Nein. Jetzt bist du da hinten komplett verloren. Außer du setzt dir selber eine Verbindung zurück. Ach, guck mal, hier wird was mit Schwingen oder mit dem Strahl. Jetzt sehe ich das erst. Hier kann man hoch zum Knopf mit dem Strahl. Ja, auf der anderen Seite ebenfalls. Aber ja, der Knopf selber, den kommst du nicht ran. Der ist... Ach Gott, dann ist der auch noch in 2-Panel-Höhe. Mhm. Was? Wie? Gut, vielleicht auf den Würfel und dann drauf springen. Ja, vielleicht. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wo die Linie von dem Knopf hinführt. Die macht, glaube ich, dieses Panel. Ich sehe es nicht. Ja, aber es kann durchaus sein. Also dreht das Panel so, dass es dann nach oben zeigt. Wäre sozusagen so ziemlich einer der letzten Schritte, weil wir dann endlich uns zum Ausgang hochstrahlen. Kommst du auf die... Hoppala. Ich fahre mal ganz kurz hier hoch. Mal etwas überprüfen. Wenn ich das von hier aus sehe. Boah, wie machen wir das? Ach nee, hier geht's bloß zum Ausgang hoch. Ich denke mal, das Ziel wird wahrscheinlich wieder sein, uns beide rauszubekommen mit dem Würfel. Auf jeden Fall. Und wenn wir beide draußen sind, müssen wir wahrscheinlich den Würfel nochmal... Den können wir auch nicht neu rufen. Ach, Mann. Aber der vielleicht hatte, glaub ich, ist der Knopf zum Rufen... Achso, nee. Auch unwahrscheinlich. Weil wir ja noch da oben ran müssen an den... Ne? Ja, gepackt. Du hast ja gesagt, dass... Vielleicht macht das auch einer mit dem Würfel, bevor wir ihn reinschaffen. Also den Würfel. Ich lass dich nochmal rein, du hockst da die ganze Zeit drin. Also wie gesagt... Falsch, ich laufe. Soll ich die Brücke nochmal holen, ja? Na, jetzt müssen wir echt überlegen, wie wir die Verbindung nach da drüben schaffen können. Also jetzt gibt's Ich geh mal da durch. Ja, jetzt gibt's ja meine Verbindung... Achso, dadurch. Mhm. Jetzt gibt's ja meine Verbindung, um die Brücke nochmal zu holen. Oder wir machen das, wie du es gesagt hast, mit dieser Verlängerung, dass man mit der Brücke läuft. Könnte natürlich sein. Jetzt, okay, aber dann überlegen wir jetzt mal ganz kurz. Dass man Brücke und Strahl kombiniert. So, jetzt ist da Brücke und Strahl. Was könnten wir damit machen? Was könnten wir damit machen, wenn da Brücke und Strahl gleichzeitig durchkommt? Man könnte Folgendes machen. Jetzt hat man Brücke und Strahl. Und käme dadurch auch wieder zurück, weil man ja dann letztendlich einmal da drüben ist. Mit der Brücke kommt man ja darüber, ohne zu sterben. Ja, so wie ich es vorher gemacht hatte. Genau. So, dann kommt man da raus, hat Brücke und Strahl. Und dann hat man hier
ich glaube, da geht es eher um den wichtigen Teil, dass hier der Strahl kommt und mit dem kannst du dich hochdrücken zum... In dem Raum, zu dem Knopf. Oder ja. Zu dieser Glas, zu diesem Glasbereich. Hm. Genau. Dann wäre man da oben. Jetzt müsste ich aber schon wieder dir die Brücke verlängert haben oder geschickt haben, ne? Oder wenn man dort, oder wenn man dort jetzt Brücke und Strahl hat, gegenüberliegend, da hinten. Ja. Kann man das da oben irgendwie vielleicht? Das ist abgeschlossen, oder? Ja, da ist eine Glasscheibe. Boah, ich kann gerade irgendwie nicht in die Richtung denken. Das ist ganz blöd. Ich hole jetzt mal ganz kurz die Brücke. Mich wurmt immer noch, dass wir die Originalbrücke in diesen Raum reinkriegen müssen. Das ist für mich irgendwie gerade mein Ziel, aber ich weiß auch nicht, wie das geht. Ach, mir fällt gerade noch was anderes. Ja, du bist jetzt durch meinen Verbindung. Okay. Genau, jetzt kannst du dir die Brücke wieder so holen wie gerade eben. Sprich, du gehst da durch mit Strahl und Pipapo. Und dann hast du nämlich die Brücke da drinnen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich was anderes mache. Was ist denn, wenn du die Brücke daraus geschossen hättest? Dann könnte ich sie natürlich nicht verlängert holen, aber vielleicht muss man sowas auch noch machen. Na, ja, wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal da rein. Also, ich gehe wieder hoch. Und... So, ja. Hol mir die Brücke könnte. Hier oben muss ich ja eigentlich auch nicht weiter sein, wenn ich einmal das Portal da habe. Genau. Jetzt geht es darum, dass ich da reingehe. Im Übrigen... Aber wie gesagt, theoretisch könntest du jetzt zum Strahl, zur Quelle vom Strahl runterspringen. Okay. Machen wir da jetzt mal was in der Richtung. Da komme ich mit Dunkel raus, also so. Ja? Genau. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue. Aber ja doch, eigentlich schon. Das Problem ist, komme ich halt wieder nicht raus. Jetzt kann ich mich noch maximal... Aussteigen kann ich hier sowieso nicht mehr, zurück kann ich auch nicht. Ja, aber du bist jetzt gleich auf einer Seite und könntest dich zum Beispiel mit dem Strahl... Den Strahl hast du jetzt bei dir, könntest schon mal zur Glasfläche. Ah, gehen. Ja. Ja, und dann oben rüberlaufen. Hm. Aber... Und dann hätten wir Strahl und wir hätten Brücke. Weil okay, also mit Dunkel kommt nicht, der Strahl. Weil du nicht mehr hier durch musst. Ja. Hm. Jetzt kann man ja mal gucken. Ja, ich denke, mit dem Würfel würde man das schaffen. Man schafft's auch so. Das hat jetzt getimed, oder? Hört sich für mich nicht so an. Das ist okay. Ja sehr cool. Jetzt können wir da durchspazieren. So einfach war das dann im Endeffekt. Man musste nur den Strahl hier rüberbringen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass man den jetzt schon drücken kann. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, aber... Ja. Okay. Gut. Was hilft uns das? Das hilft uns... Das hilft eine ganze Menge sogar. Das hilft uns bestimmt einiges. Also jetzt habe ich... Warte mal. Guck mal, was man jetzt nicht hier für Verbindungen schaffen kann. Jetzt könntest du mit dem Strahl hoch. Wo hoch? Hm. Ach so, hier könnte ich schon hoch. Wenn deine Brücke nicht da wäre, dann ja. Aber ich habe jetzt gerade, bin jetzt immer noch in der Richtung, dass wir den Würfel holen. Ja, ja. Das ist jetzt bestimmt der nächste Schritt. Aber jetzt kann sich ja einer die Brücke holen. Und ja, ja, lass mich am besten noch mal raus. Das reicht ja, wenn jetzt nur noch einer die Brücke hat. Müssen wir nicht mehr verlängern. Ja, genau. Dürfen wir auch nicht verlängern. Guck mal, ich kann jetzt nämlich hier oben über diesen Glasbereich gehen. Mhm. Das heißt, ich setze wieder die Verbindung darüber. Dann gehst du noch mal zurück und holst dir die Brücke. Ich wollte deine Brücke bleiben lassen, obwohl, wie kommst du denn so zurück?
Warte mal. Ich wollte jetzt dich hier so hochschicken, dass du auf deine eigene Brücke rauf kannst und rüberlaufen kannst und sie anders setzen, aber wie kommst du denn dann... Achso, dann kommst du wieder hier über die Brücke zurück. Dann brauchen wir wieder den Strahl auf der anderen Seite. Vielleicht musst du mir... Ist doch nicht so einfach. Mal kurz in die andere Kammer sehen, gucken. Also wenn du vielleicht muss ich auch bloß ein Portal umsetzen, das rote. Stimmt, vielleicht muss man nur was vorbereiten, das könnte natürlich sein. Das rote, okay. Ja, letztendlich das rote, also da irgendwo muss es hin. Ja. Damit die Brücke da rauskommt, aber das kannst du... Das, oh, warte mal, das ist da bloß zwei Panel hoch, oder? Der Abschnitt mit dem Wasser. Jetzt gucke ich da nochmal von drüben. Was meinst du? Ja, da hinten, das ist bloß zwei Panel hoch, oder? Ich sehe das nicht wirklich. Ja, das sieht mir nach zwei aus. Weiß zwei nicht, und welche... dann ist die Glasfläche. Ja, das sind zwei Panels. Achso, ja, das ist genauso hoch. Ich überlege gerade, ob man... Nein. Wie man hier durchschießen kann. Also, aus meiner Sicht jetzt dadurch. Man kann diese Wand nicht treffen, man kann nur die andere Wand treffen. Aber... Also prinzipiell wäre es möglich, dass einer, also dass ich die Brücke... Das ist doch ganz einfach, oder? Ne, ich hätte... Okay, hast du eine Idee? Ja, warte mal, ich mach jetzt mal, wir machen das gar nicht mit dem Strahl hier. Ich mach dir die Verbindung, damit du rübergehen kannst. Genau. Dann schießt du von da drüben, wo ich gerade war. Ich weise dich mal an, gleich. Oh, jetzt habe ich den... Jetzt schwer zu erklären. Jetzt habe ich den Duck-Zitterbug im Fenster. Oh je, wie schön. Also, du gehst mal rüber. Die Brücke hast du ja. Jetzt schießt du die Brücke da raus. Oder machst da ein Portal. Du kannst auch durchschießen, ne? Ja, mach da ein Portal. Ja, ja. Jetzt gehst du da rüber. Also hast du für einen Moment mal nicht die Brücke. Nee, mit deinen Portalen rüber. Ich kann dich da jetzt nicht rüberbringen. Einfach irgendwo, ja, da, irgendwo da jetzt dein gelbes, genau. Jetzt korrigierst du rot auf die richtige Seite, wo die Brücke rauskommen muss. Nein. So, jetzt gehst du wieder zurück. Jetzt holst du dir wieder die Brücke und dann kommst du durch meine Portal und lässt mich raus. Und dann haben wir es doch mit der Brücke. Stimmt. Dann kann ich da einfach rübergehen. Und du kannst dir den Strahl holen. Und dann kannst du... den Strahl. Wenn du über die Brücke, okay. Wenn du über die Brücke gehst. Ja, ich wollte mein Portal vorbereiten, aber ich sehe, glaube ich, schon wieder das nächste Problem. Müssen wir mal schauen. Weil jetzt ist natürlich wieder deine Brücke. Jetzt habe ich keine Abkürzung, die ich nutzen kann. Ja, aber jetzt kannst du da drüben zum Beispiel den Strahl nehmen und... Du bist besessen von diesem Strahl. Ja. Aber du könntest den theoretisch dann da oben hinsetzen. Wir haben da oben eine Fläche beim Knopf. Beim Würfel. Ja, genau, diese Fläche wollte ich vorbereiten. Genau. Aber da muss ich dann, also ich wahrscheinlich nicht, ich keine Ahnung. Ich kann da nicht rauskommen. Ich kann sie vorbereiten. Ach so, warte mal, können wir die Brücke noch? Hätten wir die irgendwo verlängern? Jetzt können wir sie nicht mehr verlängern, ne? Mhm. Auch schön. Aber dann können wir das zumindest schon mal ausschließen. Ist auch was. Ja, blöd. Jetzt komme ich natürlich wieder nur durch deine Brücke zurück. Aber... Oder du hättest... Nee, du kommst auch wieder so zurück. Du kannst doch, so wie ich da durchgeschossen habe, kannst du doch auch da durchschießen. Durch dieses Löchlein. Das stimmt natürlich, ne? Dass einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Ja, aber ich habe ja jetzt mein Portal da vorbereitet. Jetzt habe ich keine Portalmöglichkeit mehr, da zurückzukommen. Aber vielleicht läuft das irgendwie... Ah, wie blöd. Ich kann natürlich auch hier eine Verbindung schaffen. Ich meine, prinzipiell oder theoretisch könnte man das so machen, dass du jetzt genau auf diese Seite durch das Loch in der Mitte dein anderes Portal setzt. Auf den Boden am besten. Nee, rechts. Rechts. So, ja. Dahin. Und, wie gesagt, nur theoretisch, ich könnte durchspringen und dann hinter mir die Brücke setzen. Ach so, so ein Kniff, ja. Ja, würde gehen. Aktuell ist die Brücke da. Oh, jetzt.
war der Bildschirm gerade komplett weiß beim Remote View. Ach so, wenn man vielleicht, wenn man in die Hocke geht und so. Mhm, jetzt ist alles weiß. Ja. Ganz in weiß. Das Problem ist, wenn ich dir diese Verbindung herstelle, ich komme nicht durch. Wenn ich mein Portal da oben vorbereitet habe, kann ich meine Portale nicht mehr nutzen, um zurückzukommen. Und durch den Grill laufen ist ja auch keine Option. Ja. Na, vielleicht ist es doch was mit Strahl, dass ich den Strahl vorbereite und... Vielleicht soll man mit dem Strahl da raus, aber dann kommt man ach, nicht mehr doch, zurück. Ich... Nee, man muss mit der Brücke hin. Jetzt nur mal von der Überlegung, du schickst da den Strahl raus. Hier jetzt, ja? Genau. Okay. Dann hast du dort und überm Strahl hast du dann ein Portal. Ja. Zum Strahl kommt man mit der Brücke hin. Aber nur, wenn man vorher den Strahl... Ah, nee, stimmt nicht, du kommst so genau. hin. Man ja. könnte direkt dorthin laufen, dann kannst du nämlich da durch den Strahl und kommst dann oben beim Würfel raus. Ah, und kommst nicht mehr zurück. Weil zum Zurückkommen, das habe ich ja gerade geschaut, zum Zurückkommen brauchst du die Brücke. Da hilft dir ja der Drückstrahl nichts. Deswegen würde ich doch meinen, dass wir mit der Brücke da oben raus müssen. Oder einer kommt im Strahl an und ersetzt hinter ihm wieder die Brücke, die er selber als Quelle hat. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das also wie du sagtest, wäre eine Möglichkeit, ja. Dass du jetzt mit der Brücke... Aber dann ist wieder die Frage, wie kommst du mit der Brücke darüber, wenn wir jetzt tauschen würden? Vorausgesetzt, ich käme jetzt überhaupt sinnvoll zurück. Ja, also, boah, wie das so fies sein kann. Also du hast die Brücke, deswegen, oder damit hast du mich darüber gelassen. Ich bereite das Portal vor, ich kann durch deine Brücke zurück, aber dann wird's dünn. Dann komme ich hier nicht mehr zurück. Mit diesem vorbereiteten Portal bin ich halt so eingeschränkt, weil ich dann meine Portale nicht mehr wirklich nutzen kann. Ja, vielleicht muss man doch nochmal mit der Brücke irgendwie arbeiten. Aber die muss doch schon hier sein, um darüber zu kommen. Ist oben beim Ausgang noch irgendetwas? Ich denke nicht. Kannst du besser sehen als ich. Wenn dann. Nee, da ist nichts. Da kommen wir dann an. Da ist eine Kamera. Okay, also der Grill wird auch nicht weggehen, das ist keine Option. Ich vermute mal, dass wir wirklich irgendwie durch die Mitte müssen, auf die eine oder andere Art. Okay. Und die Mitte ist so weit weg von den beiden Seiten, dass man da nicht drüber springen kann, ne? Ja, irgendwie genau. In einen Strahl rein oder so. Da müsste man über die Glasfläche oben gehen. Ich habe vorhin schon überlegt, ob es hier auch am Ende irgendwo mal was mit Schwung zu tun hat, weil wenn man mit der Brücke zum Beispiel hier oben ist und hier unten ist eine weiße Fläche, dass... Ja gut, aber wie sollte man da hochkommen? Aber dass ich sowas vorbereite, dass man hier ja, einen Schwungweg hat. Ah ne, ich mache das lieber am Rand so. Aber wozu der ganze Umstand... Ja. Weil dann bist du bloß auf der anderen Seite und kommst nicht raus. Da hätte man sich selber auch einfacher hinbekommen können. Ja, und dann ist man auch so weit weg von der Brücke wieder. Das ist irgendwie alles blöd. Okay, also die Brücke muss doch da sein, um hier rüber zu kommen. Das ist doch eigentlich ein Schritt, den wir in dem Moment... Was ist, wenn die höher liegt? Die Brücke. Dann wäre ich nicht raufgekommen, weil ich nicht auf die Quelle raufkomme. Ja. Ah doch, ich hätte mich mit dem Strahl einfach hochdrücken können. Ah, stimmt schon. Also sie könnte höher liegen, ja. Würde uns das vielleicht was helfen? Ich glaube aber, dass die zwei Panel Höhe hier nur Design sind und nicht wirklich was zu bedeuten haben. Weil hier ist es nochmal ein Panel dazwischen. Mhm. Also das ist insgesamt das vierte Panel. Ich sehe schon. Da könnte ich auch nicht hochspringen oder so. Ja, es muss vorbereitet werden und dann müssen wir es schaffen, da irgendwie... Ja, hinzukommen. So, außerdem, diese Ecke hier ist auch nur, damit man sie von da drin treffen kann. Also die hat hier ja auch nichts gegenüber. Wir haben ja schon festgestellt, es gibt keine Verlängerung in irgendeine Richtung. Jetzt überhaupt gar nicht mehr, seitdem das Panel runtergeklappt ist. Ach, weißt du was?
Du wolltest wissen, ob noch was am Ausgang ist, ne? Ich kann schon mal zum Ausgang hin. Okay, wartest du dort, ja? Ja, bis du es geschafft hast. So. Klick. Das wäre der Ausgang. Hm. Ah, Mann. Ja, wenn du jetzt aber wieder... Also wenn du da oben jetzt irgendwas vorbereitest, einfach ein Portal hinsetzt. So. Du könntest ja aktuell noch zurück. Hey, das ist so einschränkend. Wie komme ich denn hier sinnvoll zurück? Wir müssen nochmal durchwechseln, habe ich so das Gefühl. Aber ich weiß nicht, wie da die Reihenfolge jetzt sein soll. Können wir den Strahl noch irgendwie sinnvoll nutzen? Also wir machen es jetzt nochmal so. Ups. Keine Ahnung, schieß mal nochmal die... Lass mich nochmal raus und ich lass dich nochmal rein. Schieß mal nochmal die Brücke da raus. Wobei, was bringt... Na, okay, muss mal gucken. Bringt mir das jetzt überhaupt was? Also ich komme jetzt nochmal zurück. Du kommst jetzt zurück. Ach nee, komme ich nicht. Da ist jetzt deine Brücke. Oh, doch. Ich komme dran vorbei. Erstaunlich. Aber das wäre jetzt schon eigentlich nicht mehr gegangen. Da hätte ich mich auch eingeschränkt von da. Na doch, ich hätte da rüber gehen können. Ja, okay. Machen wir mal. Also ich wäre... Na komm schon. Also ich wäre jetzt zum Beispiel darüber gegangen. So. Und dann hätte ich halt den Umweg gemacht. Genau. Also da komme ich rüber. Jetzt könntest du bis zur Schwelle. Also, was ich jetzt machen könnte... Nee, könnte ich nicht. Jetzt habe ich wieder das vorbereitete Portal nicht genau. Aber ich könnte zum Strahl, ja, wie du sagst. Also, ich könnte den Strahl... Ah, ich könnte mit dem Strahl da drüben rauskommen. Und wenn ich dich danach reinlasse, kommst du hoch und auf deine eigene Brücke. Aber hilft jetzt auch nicht viel, ne? Ja, Moment. Vielleicht. Oh, Mann. Na, ich mach's mal. Ist zumindest was anderes. Gut, wahrscheinlich wieder dieselbe Konstellation wie gerade eben. Ja, im Endeffekt führt es dazu, klar. Was können wir jetzt mit dem Strahl machen? Also ich komme mal raus. Ja, also ich, okay. Nicht nur ich käme, sondern ich komme. Ich kam, ich käme, ich komme. Kann man den nochmal drücken? Nee, ne? Das hilft uns jetzt der Strahl. Jetzt kannst du es selber... Nee, der bleibt gedrückt. Das kannst du halt selber auch in den Strahl, dann kommst du aber hier wieder an. Vielleicht musst du mir jetzt wieder eine Verbindung machen, dass ich den Strahl anders setze. Das geht auch nicht. Jetzt mal überlegen. Weißt du was, jetzt will ich mal... Wenn ich jetzt erstmal die Brücke auf Lauf gebe... Brücke aufgeben? Ja, ich meine, die können wir uns ja notfalls wiederholen. Ja. Irgendein Plan schon? Ja, überlegen, wenn ich da jetzt irgendein Portal ändere, bin ich tot. Genau. Das ist das große Problem. Deshalb muss das auf jeden und Fall eine nur andere mit dem Strahl hier rüber drücken. Kommst du auch nicht zurück. Das geht nicht, dann bleibt man nämlich stecken. Mhm. Außer man hat den Würfel dann einmal bereits, dann ist es ja egal. Aber dann kommt man nicht mehr zurück, weil der Strahl einen hier hin gegen die Wand drückt. Also einen Würfel kriegt man definitiv nur, wenn einer auch oben war beim Würfel. Weil wir ja keinen Zielstrahl haben. Und eigentlich wäre es fast geschickter, da oben die Brücke zu haben. Sag ich ja. Es geht nur mit Brücke. Das heißt... Erst muss man unten mit der Brücke hinlaufen, dann muss das Portal vorbereitet werden und dann muss die Brücke oben rauskommen. Also müssen wir die Brücke eigentlich auch switchen. Ja.
Ja gut, die Kammer hieß ja, wie heißt denn die Kammer? Swap. Ja, tatsächlich, Swap. Du hast recht, Swap. Manchmal gibt er irgendwelche Hinweise. So, also die Frage ist, wie kommt derjenige, also in dem Fall jetzt, ah ne, du hast noch kein vorbereitetes Portal, aber derjenige, der oben frontal zum Würfel das Portal, frontal zum Würfel das Portal vorbereitet hat, was ich ja vorher hatte. Wie kommt der zurück, ohne durch den Grill zu müssen? Und wie kommt der dann bei der Brücke auch noch an und alles? Also wie kommt der eigentlich wieder in den Raum, wo ich jetzt bin? Das ist mein großes Problem. Das muss mit den anderen Portalen funktionieren. Okay, du gehst eine Etage höher. Die Luft hier oben ist besser. Mhm, besser zum Denken. Ja. Also man kommt ja... Problem ist, dass immer nur alleine draußen ist. Es kann auch... Warte mal, der Würfel ist auch die gleiche Höhe wie die... Wie die Fläche, ne? Also man schwingt da nicht raus. Dann würde man Schwung Höhe verlieren. Also man muss laufen. Das kann nur die Brücke sein. Ja. Weil du musst ja entweder zurück, entweder indem du wieder zurückläufst. Oder aber indem du dann hier unten entlangläufst. Ach so, dass du springst und die Brücke ist unten. Würde das gehen? Würde man den Sprung... Ja, den würde man vielleicht schaffen. Ja. Dass man nicht unbedingt... Aber wenn man da schon angekommen ist... Ach so, dass man oben mit dem Strahl ankommt und dann aber auf die Brücke unten zurückspringt, ist sowas möglich? Das wäre schon krass. Das wäre also. Zumal du kannst ja die Brücke auch weiter links jetzt setzen, dann schafft man den Sprung auf jeden Fall. Also darauf springen geht. Okay, das ist doch interessant. Das heißt, im Endeffekt komme ich jetzt wieder zurück irgendwie. Oder auch nicht. Weil dann durch den Strahl kommst du zurück. Ja. Aber dann müsste ich das Portal hier wieder aufgeben. Hm. Oder auch nicht. Oder doch. Ach so, verstehe. This is the question of the day. Ja. Lass mich nochmal raus. Mhm. Zu gerne. Jetzt müssen wir nochmal... Von da oben treffe ich da hinten nicht durch, ne? Ach so, das könnte man auch mal schauen, was man von oben treffen kann. Nicht viel, ne? Die Quelle von der Brücke ist auch sehr eingebaut. Die kann man auch nicht wirklich von irgendwo holen. Nee. Ja, lass uns swappen. Irgendwas muss es mit swappen sein. Also, wie ging das Ganze los? Ich komme jetzt mit deiner Brücke rüber... Wo mache ich denn die Rückverbindung? Das wird die Rückverbindung. Hilft ja nichts. Gut, ich meine, du könntest mir darüber jetzt schon eine Verbindung setzen. Ach doch, setz mal auf den Boden jetzt direkt vor dir dunkelblau und lass mich noch mal kurz rüber. Naja, ich hätte es jetzt dahin gemacht. Oder willst du es unbedingt auf dem Boden haben? Ja, es ist wurscht. Hauptsache, ich komme da rüber und dann wieder zurück. Ja, genau. Kann ich die Brücke nämlich schon mal richtig setzen? Ja. Das wollte ich auch gerade machen. Oder vorbereiten. Aber es ist halt auch nur ein Teilschritt, den wir schon längst hatten. Müssen wir mal schauen. Also, es gibt jetzt meine Rückverbindung. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir nicht weiterkommen. Ja, aber jetzt haben wir auch schon ungefähr einen Angriffsplan. Haben wir? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ach so, dass ich jetzt da... Ja. Jetzt kannst du nämlich da schon mal ein Portal hinsetzen.
Ja, aber ich komme halt nicht zurück. Wieder das gleiche zurück, Problem. Zurück. Ja, gut, aber da kannst du eher wieder zurück als zur Brücke. Oh. Also von hier aus kommst du einfach wieder zurück. Das würde ich jetzt gern wissen. Ja, du kannst auch dorthin schießen. Gerne. Und jetzt? Nein, ich meine bloß, das wäre bloß, um zurückzukommen. Weil wenn du jetzt es irgendwie schaffen würdest, zum Strahl rüberzukommen. Ja. Dann könntest du dich von dort aus dann bei deinem Portal da oben rausziehen. Ach, da. Draufdrücken lassen. Ja. Genau. Da müssten wir jetzt... Ja, das kann ich halt selber jetzt nicht vorbereiten, weil mein Portal ist ja da. Jetzt müsste ich zurückkommen. Müsste dir vielleicht den Strahl vorbereiten, dass du dich da selber... Weißt du, so? Mhm. Allerdings, wenn du dann da oben bist, dann musst du vorher mit der Brücke dahin, die du selber genutzt hast, dann ist die hier unten wieder nicht. Oder, naja gut, beim Springen nicht. Ja, nee, habe ich auch schon eigentlich... Drückt jetzt eigentlich den Würfel, oder? Ja, müsste den Würfel drücken. Ändert aber nichts. Ja, das Blöde ist halt, wenn ich jetzt... Weil ich ja hier nicht durchkomme, weil hier... Also, ich habe hier die Brücke nicht, um zurückzukommen. Würde mir auch nicht viel helfen, weil ich ja hier rechts und links nicht wegkomme. Ich kann keine Rückverbindung machen, weil ich nicht in mein vorbereitetes Portal eintreten kann. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist durch deine Brücke zurück, aber dann hänge ich auch hier fest. Ach so, sag mal. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Ach, du bist einfach durch und... Ja, ich habe einfach die Quelle ersetzt. Oh Gott, nee. Wie kann man denn auf dem Schlauch stehen? Oh weia. Ach Gott. Ach, scheiße. Ja, manchmal denkt man einfach zu kompliziert. Ne? Ja. Oh weia. Das ist eigentlich die Grundübung schlechthin. Uff. Ah. Oh, bei mir zittert bei dir auch der ganze Würfel, der steckt in dir drin. Ja, ja, ich habe ein hübsches Kleid, ne? Mhm. Oh Gott, ich glaube, wir hätten uns hier 20 Minuten sparen können. Ja, höchstwahrscheinlich. Oh. Ich hole mal eben die Brücke. Ah, brauchen wir doch gar nichts holen. Wir brauchen überhaupt nichts mehr. Das ist der Witz da dran. Es war alles schon fertig. Es war nur dieses kleine Quelle ersetzen. Das ist eigentlich das Einfachste von der Welt. Das ist echt schlimm, wie einem so eine Kammer den Blick da verbauen kann. Für sowas. Wahnsinn. Ja, dann. Oh. Man könnte sagen, bei mir war das eine richtige Zitterpartie. <Ja. lacht> So, jetzt muss ich mal unsere Blockade abziehen und überlegen, ob die Kammer dann überhaupt noch so schwer war. Schwer nicht, sie war... Ja gut, schwer ist relativ. Ne? Gar nicht, ne? Also eigentlich zum Knopf sind wir leicht hochgekommen im Endeffekt. Beziehungsweise ich konnte den schon drücken, ohne dass wir den Würfel da hochschaffen mussten. Also dieser Drückknopf an der Decke, meine ich. Der war eigentlich dann doch ziemlich schnell erreicht. Ich habe die Zeit nicht vor Augen, aber ich würde jetzt schätzen, gefühlt, dass wir jetzt ungefähr 40 Minuten, 50 Minuten drin sind. Ja, sehr gut geschätzt. Bin bei 44 gleich. Ja. Mhm. Und sie war jetzt einfacher als die letzten beiden Kammern. Aber unsere Hirne wollten es nicht einfach haben. Ja, ich glaube, das war's halt. Ne? Wir haben wahrscheinlich wieder zu kompliziert gedacht. Ja. Echt krass, ey. Ich musste nur in deine Quelle rein und sie ersetzen und dann da oben rauskommen. Das ist wirklich eine Grundübung. Ich versinke gerade so ein bisschen im Boden. Aber ja, gut, das passiert. Ich habe jetzt wegen des Daumens überlegt. Sie ist ja jetzt auch nicht popel einfach. Also 20, 25 Minuten hätten wir schon gebraucht. Aber wir hätten uns echt eine Viertelstunde sparen können, denke ich. Das war jetzt... Ja, 5 bis 10 Minuten vielleicht. Ja, ich gebe jetzt natürlich einen Daumen hoch, weil Qualität hat sie schon, klar. Aber wir hätten es abkürzen können. Oh Mann, ey, vor allen Dingen dann denkt man, was machen wir noch mit dem Strahl und wie kommt derjenige zurück und alles. Ja, und ja. Es ist direkt vor deinen Augen. Das war wirklich das Paradebeispiel dafür, dass es vor deinen Augen ist und dein Hirn will es nicht sehen. Obwohl es dein Auge eigentlich schon sieht.
Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Ne? Ja, echt krass. Na gut, kann man nicht weiter beschönigen. Wir sind dann hier fertig, würde ich sagen. Oder hast du noch was? Nein. Gut. Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Portal 2 im Koop mit dem Domi und mir. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis dahin. Tschüss.